Hey ho Leute, willkommen zurück zu Mario Luigi Abenteuer Bowser in Krankfried Schloss. Inside Story. Wir flüchten gerade vom Finsterstern. Ich wollte nur gucken, ob man hier. Kommt man hier hin? Sind wir von da gekommen? Ich erinnere mich nicht. Ja, hier sind wir gekommen. Ja. Dann kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass das hier da war. Ja, ich kann mich an das halbe Spiel nicht erinnern. Das ist okay. Bowser, wir haben schon gespeichert. Aber nett. Ja, ich hab meine BP. Was ist denn BP los? Alle sind voll. Okay. Oh. Bowser braucht ein paar BP. Gut, Spiel, hast gewonnen. Bowser braucht BP. Nein, kein Status. Items. Leben auf deine. Was füllt bei Bowser BP auf Käse? Käse. Reichen bei ihm einfach vier so eine kleinen Dinger da. Gut, Spiel, hast recht. Ich füll's auf, danke. Gehen wir weiter. Da ist er. Nicht genug. Knock, knock. Who's there? Ich hab vergessen, wie der Geist heißt. Who's there? Nein, wer ist der Geist? Baba Yaga. Yeah. Oder eher Baba Neinga. Kannst du die Dinger nicht kaputt machen jetzt? Die kann ich kaputt machen, ja. Guck mich nur um. Ja, hör auf, die umzugucken. Jetzt geht mal da hoch, da, Alter. Frieden. Danke. Na ja, wir könnten uns hier nur umgucken. Spezialmeister. Ist sicher irgendein Schwachsinn. Ja. Also so ein Ding, was einfach nur PP ein bisschen erhöht, ich weiß nicht, ob es das wirklich wert ist. Erhöht PP und den Schaden von den Bowser-Attacken. Okay, ja klar. Dann. Wie er einfach alles umgebaut hat. Ich bin voll schön. Setz dich hin. Ja, ich kann das nicht. Ich kann das halt nicht so gut. Okay, tut mir leid. Ich auch nicht. Ich bin nicht als Synchronsprecher geboren. Aber Hut ab für alle, die sind. Du kannst es ja so machen wie Gachi. Gihi. Gihi. Ich finde Gachi super cool. Nicht so weit rutschen! Jetzt perfekt. Viel Zeugs. Ja, dann machen wir jetzt noch mal. Na gut, weil du normalerweise. Das ist ein Shortcut. Es ist auf jeden Fall eine Abkürzung hier hoch. Es ist wohl wahr. Es ist auf ein Shortcut. Ja, egal. Das ist ein Weg. Das ist ein neuer Weg. Viele Sachen aufmachen ist halt gar nicht mal so schlecht. Sogar diesen Raum. Er hat sich einfach gedacht, ich ändere den Teppich, aber den kaputten Tisch lasse ich stehen. Das war der von ganz am Anfang. Das war Peachs Thronsaal. Ja. Sehe ich. Er hat alles umgebaut. Okay, gehen wir davon aus, die Lichter waren schon vorher RGB. Die hat Peach schon so eingebaut, dass sie RGB sein können. Die Augen da oben übrigens super hässlich. Ja. Oh ja, sogar im Garten. Da waren wir am Anfang mit Mario Luigi unterwegs. Ich hoffe, man hört den Lüfter nicht zu sehr. Aber ohne geht's nicht. Also ich höre gerade nichts, ich höre die Musik. Aber warte, nicht rausgehen! Nicht rausgehen! Nicht zurück! Nein! Pause! Geh zurück! Finsterstern, Finsterstern, wo bist du? Du siehst gesund aus. Was? Schon wieder du? Du bist echt nervig. Du bist es, der nervt. Ich will mehr finstere Kraft. Na und? Du interessierst mich nicht mehr. Wo ist meine Kopie? Deine Einmischung lässt Krankfried großen Zorn haben. Bowser, jetzt ist die Zeit, zu der deine Endzeit endet. Denn jetzt ist das Ende der Zugabe des letzten Aktes. Ist das was? Diese Schloss. Lass mich überlegen. Es braucht eine Sanierung. Zeit zum Umbau.
Superpilzpalast des Zorns! Was jetzt? Scheine! So jetzt? Ich wollte noch mal rein. Er hat alles. Dreht einfach euren Kopf, Leute. Dreht einfach euren Kopf, Leute. Ja, ich muss gleich wieder das Ganze drehen. Wie kann man ein Schloss so umbauen in der kurzen Zeit? Ja. Okay. Ach, das heißt, es war von Anfang an schon so. Es war Peaches Kampfmaschine. Das ist richtig. Ich hab schon mal ein Schloss verprügelt. Das ist eine Nummer härter. Vorsicht! Oh nein. Ah, Bowser, du bist eine einzige Enttäuschung. Och, nicht das schon wieder. Na, oh, nicht das schon wieder. Speichern hier nochmal. Ich will speichern, ja. Möchtest du vielleicht speichern? Ja, ich will auf dem Fluss fahren. Ja, danke, danke, danke. Auf geht's, hui. Ich will das Spiel nicht spielen. Das Spiel ist nicht gut. Das ist ja noch voll okay. Jetzt ist nervig. Hä? Achso, Feuer. Sie waren falsch rum. Ja. Warum? Das ist schwieriger, Wirti. Wieso? Hä? Was passiert? Wieso ist es automatisch auf Nein? Oh, du hast es beim ersten Mal nicht geschafft. Willst du aufgeben? Ich kann nicht aufgeben. Ich muss ja. Nein, du willst aufgeben. Du schaffst es einfach nicht. Wie dumm! Es war wieder falsch rum! Das ist richtig rum. Ja, ich kapiere nicht, wie das funktionieren soll. Also, ja, man muss irgendwie im richtigen Winkel nach links fahren, aber. Ist doch dämlich. Es ist. Wirklich kein spaßiges Minispiel. Gott, jetzt kann ich nichts mehr wischen. Weißt du, wie es aufgefallen ist, aber du kannst auch die du nein. falsch getroffen hast, zurückschicken. Ja, ist mir aufgefallen. Nur dann habe ich viel zu viel Panik. Ich wollte es nur sagen. Viel zu viel Panik. Ich wollte dich nicht damit stressen. Was hätte sein können, dass du. Oh mein Gott. Ich hätte sagen können, dass es dir nicht aufgefallen wäre und dann hätte dir das vielleicht geholfen. Wenn die nicht in der Geschwindigkeit von 100 km/h auf mich zukommen würden, hätte ich auch weniger Panik! Nicht du! Und du bist der Leichte. Du bist nicht der sich denkt, ich schieße mal auf mich, auf euch. Ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, dass ich mal besser im Spiel war. Oh mein Gott. Spiel. Das ist wirklich ein schlechtes Minispiel. Wahrscheinlich ist es aber auch in der im Nicht-Remake einfacher. Das gibt keinen Sinn, warum sollte es der leichte sein? Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass das Steuern von diesen. Wieso ist das immer falsch rum? Weißt schon, von diesen Schlangen, wo man so diesen Teilen hier. Das kann ich teilweise hinbekommen. Sogar ziemlich gut. Ja, es kann ja schon dadurch leichter sein, dass zum Beispiel die Eingabeverzögerung anders war. Oder dass zum Beispiel. Ja, normalerweise benutze ich nicht so den Controller, sondern den Original. Oder durch die niedrigere Auflösung. Hattest du natürlich also waren Hitbox natürlich im Vergleich ungenauer.
was es halt auch einfacher machen könnte. Und so weiter und so fort. Da hat er rasiert. Alle drei leben noch. Jetzt kommt die Schützstelle. Die Energie haben verrückt. Nicht vergessen, immer dran denken. Nur angreifen, wenn er weit, weit oben genug ist. Gut. Oh Gott. Ich kann mir auch nicht erinnern, dass der jemals angegriffen wird, aber vielleicht weiß er aber nicht mehr. Der braucht zum Beispiel sowas. Das sind halt Sachen. Vielleicht war es ja wirklich zu einfach. Und deswegen hatten sie einfach dazu entschlossen, dass. Ist ein Minispiel, es muss nicht schwer sein. Das ist richtig, aber wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe es ja nicht gespielt. Bowser bewegt sich. Leute, dreht euer Handy oder euren Bildschirm. Für einen kurzen Moment. Ich stelle es gleich um. Ihr müsst doch nur mal ganz kurz euren Fernseher drehen. Das ist doch nicht so schwer. Aber recht. Ich würde jetzt kurz Pause. Ich könnte Pause machen, indem ich kurz suche, wo der Emulator-Pause-Knopf ist, aber. Der Pause-Knopf vom 3DS. Richtig, richtig. Der ist hinten. Das ist Z. Oh, das sieht ziemlich cool aus. Das sieht ziemlich cool aus. Nein, nein. Oh mein Gott, das ist cool. Noch ein bisschen größer. Simpweg. Oh, mein Gott. Wie hoch ist sein Power Level? It's over 9000. Also eigentlich war es ja 8000 im Original. Ich wollte es extra nicht ansprechen. Das ist der einzige Fact, den ich über Dragon Ball weiß. Der einzige. Vor allem in der deutschen Übersetzung sind es auch 8000. Was? In der deutschen Übersetzung sind es 8000. Ist das echt? Im Deutschen sagen sie, ist es über 8000. Ja. Oh lol. Nur die Englischen haben es verkackt. Nur die Engländer haben es verkackt. Die haben 9000 rausgemacht. Immer dieses Amerika. Es ergibt nicht mal Sinn, warum 8000? Warum 9000? Ja, aber 9000 ist kurz vor Ende. 10.000. 10.000 ist so eine große Zahl. Okay, Leute. Gib mir eine Sekunde. Und da sind wir wieder. Na, wie sieht's aus? Sieht super aus, oder? Ich weiß, sieht super aus. Bertie, du siehst einfach super aus. Danke. Du auch. Na, du lügst doch. Was wird das denn? Du hast recht. Was? Was ist denn das? Feuerwerk? Wie putzig. Was? Hast du gesagt, du lügst wirklich? Nein. Das ist ein schwarzes Loch. Passiert ja gar nichts. Ein Blindgänger? Ein Blindgänger. Er schlürft uns ein, oder? Komisches Feuerwerk. Egal, solange es nur da hinten rumwabbert. Jetzt bin ich dran. Ich schätze, du darfst da nicht reinkommen. Jetzt schlürft mich ein. Hey, das zieht! Jetzt geht's los! Oh, nicht das. Oh, ich will, lass mich einfach spam. Okay. Kannst du klappen. Das ist in Ordnung. Jetzt wirst du meine Faust schmecken. Komm her. Und ins Gesicht. Schabum. Aber die Faust kann ich nicht verkacken mit der Maus. Nicht? Ja, umso schneller, umso besser. Und mit der Maus mache ich es ziemlich schnell. Die sehen echt nicht gut aus. Was ist mit Feuer? Ist das alles gerade extra langsam oder? Heiß, heiß, Feuer! Feuer! Alles brennbar! Alles brennbar entfernen! Bereit machen zur Evakuierung!
Warte, das ist nicht Grankwild, oder? Weiß ich nicht. Oh, danke! Da stand sogar danke. Oh Gott, das ist halt der Maus. Das ist halt der Maus! Nein, nicht nur das wieder. Ich sehe doch das nicht richtig. Faust, denke ich. Enke. Echt kein Schaden. Hey, wir sind auch hier draußen bei den sind Zielübungen da? Nein, sind ja die Schrauben. Was ich hatte gerade kurz mal das Gefühl, dass du den Schaden machen konntest, aber. Ja, ich auch. Ich glaube, ich habe den Gegner auf ihn zurückgeschossen. Sie hat den stärkeren Angriff erforderlich. Was muss ich machen? Jeden Gegenwehr ist zwecklos. Was muss ich machen? Naja, da jede Gegenwehr zwecklos ist. Also, du könntest dich einfach in deinem Panzer verstecken. Oh yes! Kaboom! Das macht gar keinen Schaden! Oh, das war eine mächtige Attacke, ich hab's genau gesehen. Wahrscheinlich ist es gecapped genau an der Stelle. Letzte Attacke, unerwartet stark. Schwarzes Loch mit Frontalangriff kombinieren. Der Trick schon wieder. Puh, wir sind Feuer und aus. Ja, dann machen wir Feuer. Dann aus. Oh yes, jetzt kriegst du auch eins. Gesehen, ich bin der Beste. Ich mach einen. Ah, ich bin wütend. Sicherheitsprotokoll jetzt aktiviert. No. Schutzschild. No. Perfekter Schutz gegen Frontalangriffe aktiviert. Das heißt Feuer? Ist Feuer frontal? Heißt Frontalangriff? Denk mal, du schießt den Schubsen trotzdem zurück, auch wenn du gegen das Ding schießt. Ja, ich will ihn auch schubsen. Denk ich mal. Ja, yeah, schubsen. Oh, mitten rein. Hä, hey, was? Was? Oh nein, ich darf. Hast du es überlassen? Das macht mich nervös. Das ist ein dummer Schutzschild. Ja, weg damit. Ja, das schubst du jetzt einfach. Das Schutzschild schubst du jetzt einfach ins schwarze Loch. Schon genau davor. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, er ist noch gerade schon so knapp davor. Schwerer Fehler im Programm. Schild versagt. Was? Oh nein. Oh, ich sehe doch nichts. Du hast gesehen, dass das Timing echt scheiße ist. Ja, das Timing ist genau richtig, aber das ist halt dadurch, dass dieser Gap nicht da ist, der normalerweise halt im Spiel wäre. Was ich meine. Ja, ich hab geschlagen, aber da war noch eine Lücke. Das ist. Wie soll ich das timen? Das ah, die großen fallen auf ihn wieder zurück. Ja. Diese Kämpfe sind wirklich langwierig. Das ist wahr. Seid halt nichts. Das sowas könnte man öfter machen. Sowas ist leicht. Glaube ich. Ja, und spaßig, glaube ich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, macht er einfach irgendwelche kreisende Bewegungen. Oh nein. Yes! Perfekt! Wir haben eine Sekunde später gemacht. Hast du keinen Schaden gemacht? Oder hat es Schaden gemacht? Ja, du hast zumindest schon mal deinen Schaden abgeblockt, ne? Ja, aber
Ich mache ihm keinen Schaden, was soll ich denn machen? Ich glaube, ich muss ihn hinterschubsen, oder? Ich glaube, du musst ihn hinterschubbern. Weil ich könnte es dir sagen, genau. Wenn ich mich jetzt, jetzt googeln würde, aber. Okay. Das ist interessant, denke ich. Was haben wir das gebracht, das Springen? Ausweichen. Oh, okay. Gut. Plötzlich beleidigen. Deine Maus ist einfach nicht schnell genug. Nein, ich hab's zu langsam gemacht. Und du lasst mich aus, weil ich eine, weiß nicht, 12.000 DPI-Maus hab. Ja. Ich glaub 12.000. Und du hast nur so eine billige Logitech. Okay, ich hab auch nur eine Logitech, aber. Ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Das macht ein bisschen Schaden. Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Aber sah ganz schön viel aus. Weiterhin starker Widerstand, Angriff intensivieren. Ja, nein, nicht, dass du ein Portal bist. No, nein, 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 tu das nicht. Ich glaube, dass du das auch ranholst. Vielleicht hat er das hinter sich schon wieder vergessen. Weiter Schritt zurück. Was? Kampffläche wurde eingeschränkt. Aber das ist auch für dich scheiße. Ja. Ausschlag. Wenn du ein Schild hast, einfach drauf. So weit ist es nicht mehr zurück. Noch doch. Buhu, System ein, Verwirrung des Ziels durch Tarnung. Gegenangriff wird damit erschwert. Es ist erschwert! Du hast ihn vorher auch schon nicht gesehen. Deswegen konntest du es. Ist halt echt richtig. Ich musste genau im gleichen Timing wie vorher hauen. Ich finde schade, dass ich damit ihn nicht treffen kann. Das ist einfacher als erwartet. Ich finde schön, dass ihr irgendwas gesagt hat. Puhu-System hat versagt! Ja, das wäre besser gut gewesen. Profi, Buddy, du bist Profi. Der aggressiv ist vollständig analysiert. Ziel kann nun eliminiert werden. Sagt er, indem er fast tot ist. Jetzt? Was? 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 Was ist jetzt los? Oh, okay. Oh, warte, du musst es dann machen, wenn. Und los! Boom! Und los! Oh, das war schon knapp. Das musst du einsehen, das war knapp. Das ist nein. Das ist Timing, mein Freund. Wir haben gewonnen. Der Kampf war definitiv spaßiger als ein anderer. Ja, weil du nicht drei Versuche gebraucht hast? Nein, weil er einfach angenehmer war. Verstehst du? Okay, ja, verstehe. Das war ein cooler Kampf, auch wenn er sehr langwierig ist. Und jetzt finaler Angriff! Bedien den Bowser! Und pustet! Das muss ich ja nicht machen. Und schlägt ihn mitten in... ins Gesicht.
Schneller ist es gar nicht. Uns Maus. Es ist immer nur okay, ich versteh's dich. Schneller als das kann ich nicht klicken. Naja, du sollst es ja auch nicht klicken, du sollst ja auf den 3DS mit dem Stift drauf. Aber das war der Fehler. Das war auch nur okay? Keine Ahnung. Mir egal. Das ist ein finaler Angriff, er killt ihn. Und jetzt! Ich weiß nicht, jetzt. Noch irgendwas? Steht nämlich noch. Katzchen. Bowser! Jetzt schießt er und Bowser wird in dem Moment klein. Nein, er nimmt es mit seiner Hand. Oh, da ist passiert aber nichts. Wie erklärst du das eigentlich, Peach? Dass du ihr Schloss verprügelt hast? Mein Schloss! Oh. Mit den Schutt und Asche! Oh, ja, das, lange Geschichte. Es hat zuerst angegriffen. Wie soll es das getan haben? Es ist nicht so, dass es ein riesiger Roboter, eine riesige Roboterkampfmaschine ist. Ich dachte der wirklich, er könnte das mit mir aufnehmen? Ja. Und jetzt dreht er sich um und dann ist er hinter Finsterstern, Bowser. Geschenke! Dränglerbeißer Käsekeule, Wunderkäse, Schneidbohne. Oh, die Bohne, von der wirst du nichts sehen, mein Freund. Oh, endlich, ich krieg auch eine Bohne. Leute, dreht euer System. Einfach den Monitor drehen, ist kein Problem. Ich freue mich, was die Toast davon halten. Eine riesen Pause im Hintergrund steht. Okay. Leute, wir haben ein Problem. Lass mich kurz drehen. Moment. So, das sind wir wieder. Part ist eh gleich vorbei, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Tommy. Achso, meinst du, es ist wirklich Dings? Nein. Wo ist der? Wo ist meine finstere Macht? Wo? In den Po. Wo ist meine Macht? Wer hat sie gesehen? Bist du meiner Macht? Ich sag, wo in der Po. Hey, gib mir Bildschirm zurück. Tschüss. Schwubbel. Halt, dieses Mal haust du mir nicht ab. Aber wie wir ihn verfolgen, sehen wir gleich. Hallo. Hallo. Hallo, was passiert denn hier gerade? Ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt, deswegen hatte ich gerade eine sehr, sehr feminine Stimme. Du weißt, ich bin Chibi, dein bester Freund, Chibi. Was ist mit der Prinzessin? Chibi! Verdammt, Chibi! Hör zu! Hör mir zu! Nimm so an den Schultern! Hör mir zu, Chibi! Schüttelt ihn. Nee, Bowser nimmt seine eigenen Schultern. Achso. Er nimmt er seine eigene Hüfte. Genau. Da kam dieser schwarze Rauch raus. Mir. Ja, er lehnt einfach mit seinem Schritt. Da kommt so schwarzer Rauch aus mir. Er hat mich einfach kopiert. Kopiert. Hörst du? Was? Oh, dieser Abklatsch von mir. Hat Prinzessin Peach entführt. Er war's. Nicht ich. Bist du sicher, dass nicht du das warst? Also doch, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Die Kraft des Finsterstens und die von Bowser. Finster Bowser oder so. Clever, Jimmy. Oder clever. So. Ein stärkerer Gegner kann man sich nicht denken. Hey. Aber zum Glück haben wir Mario und Luigi. Hört ihr Mario? Luigi? Oh ja. Eure Icons sind gesprungen, also denke ich mal ja. Der Finsterstern scheint Bowser reproduziert zu haben. Jetzt haben wir nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen Finster Bowser gemeinsam mit Bowser besiegen. Yeah. Seid ihr bereit? Yeah. Wenn es noch etwas zu tun gibt, macht es jetzt. Oh.
Bereitet euch auf diesen schwierigen Kampf vor. Es wird Zeit, dieser billigen Kopie eine Lektion zu erteilen. Du wirst schon sehen, was das Original drauf hat. Haben wir noch irgendwas zu tun? Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Abo, gebt ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wisst ihr, Leute, man hört das Gefühl, wird hier ignoriert mich einfach und ich habe keine Ahnung, warum. Also, ich weiß es einfach nicht. Es tut mir auch einfach im Herzen weh, aber ich bleib stark für euch, okay? Tut mir leid, ich hatte gerade was im Auge. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.